Servus Leute, heute gibt es ein Raid of Customs und da war ich wieder für das Event, für das Skia Peacekeeper Event unterwegs. Ich wollte eigentlich die Scavs von Skia auf Customs killen, aber es kam dann ein bisschen anders. Ich war in der Nacht unterwegs und Spoiler, Kultisten waren am Start, aber mehr will ich nicht vorwegnehmen. Und zu dem Event gibt es zu sagen, das hat jetzt ein Zeitlimit, wie lange man das erledigen kann. Bis zum 26.05. 10.59 Uhr in der Früh kann man das Event erledigen. Also, ja, haltet euch ran, ist schaffbar. Und eins kann ich noch als Hinweis geben, es gibt drei Möglichkeiten, dieses Event abzuschließen. Einerseits kriegt man das Achievement, wenn man sich für Peacekeeper entschieden hat und diese Katzenstatue und andererseits für Skier. Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wenn ihr den Lightkeeper freigespielt habt, dann könnt ihr die letzte Quest Redemption, die man bei Fans abgeben kann, dann könnt ihr auch dieses Handy oder den Laptop, je nachdem, zum Lightkeeper bringen und ein, ja, besseres Achievement bekommen oder ja, ein selteneres und eine bessere Belohnung. 384.000 XP und noch ja, einen Haufen Kohle. Ledex und sowas ist da, glaube ich, auch dabei. Also, ich wusste das leider nicht, als es ich abgegeben habe. Ich habe einfach bei Fans abgegeben. Aber jeder, der den Lightkeeper frei hat, dem empfehle ich, die letzte Quest Redemption nicht bei Fans abzugeben, sondern beim Lightkeeper abzugeben und euch das seltenere Achievement zu holen. Und diese, ja, diese Katzenstatue fürs Hideout kriegt ihr trotzdem. Und ja, das so als Hinweis fürs Event. Und jetzt viel Spaß mit dem Raid. Wie gesagt, die Kultisten waren am Start, war sehr unterhaltsam. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, da unter dem Video. Jetzt viel Spaß. ETS ist nicht immer online, Mischka. Der ist bloß online, wenn getestet wird. Da musst du ins ETS-Discord. Da kriegst du es mit, wenn getestet wird. Ah ja, Bullet Drop von der M6. Auf jeden Fall hier. Vorhin auf dem zweiten Account hatte ich die hier, die ich eigentlich hätte killen müssen. War mir bloß nicht klar. Wo sind sie? Was einer? Schau mal. Sind sie nicht? Einfach mal ein kleiner Dreier-Spraydown. Wieso auch nicht? Na, Freunde? Ja, moin. Die ersten zwei sterben und der letzte dreht sich. Was? Was ist hier los? Das waren die? Ne, das waren die nicht. Das waren Spieler. Das waren Spieler. Aber schön gekuschelt haben sie. Das ist nett. Sau sauber. Also die ersten zwei hatten Gear. Also die waren echt zu arg aufeinander gesessen.
Der letzte hat man gesehen, der hatte kein Gear. Das war das Bambi in der Gruppe. Was gab's zu futtern? Bratwürste mit Kartoffeln. Uff, ey. Ich glaube, so gutes Gear haben sie nicht. In der Nacht blitzen immer die Headshots so schön an den Helmen. Ja, man sollte als Team halt ein bisschen gestaffelt laufen, ne? Ganz ehrlich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich alle habe. Nicht, dass hier irgendwo noch einer hockt, ey. Fände ich jetzt nicht so gut. Aber wären die zu 5 gewesen, dann wären da unten 5 Tote jetzt. Ah ne, da wäre mein Mac leer gewesen. Zusammen wegen den Kultisten, ne? Könnte sein. Stimmt wohl. War auch keiner von denen, ne? Okay, Außen dreht sich noch einer. Oh ne. Da war Liebe im Spiel. Schon. Dark Mods. Ich habe gerade auf meinem zweiten Account habe ich es gerade beendet. 5 in einer Runde war es zum Schluss in den, im zweiten Round. Ey, wie viele Skeps sind denn hier zur Hölle? Ja, 5 war extrem lag. Ich habe bloß noch 3 gebraucht und habe dann 5 gefunden. Oh shit, ich bin tot. Ich bin tot. Kultisten. Wow. Wo kommt ihr jetzt auf einmal her? Es ist genau 22 Uhr geworden, kann es sein? Die sind gerade rein. Die sind reingespawnt. Ach du Scheiße, die sind reingespawnt. Es ist genau 22 Uhr. Habe ich noch nie gesehen. Kultisten sind gespawnt. Saved. Es wurde, die Sache ist, die Kultisten spawnen, wenn die Uhr 22, wenn es auf 22 Uhr geht, können die spawnen. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe.
Alter, wild. Aber ich glaube, ich hab's ja alle. Richtig wild. Kommen die auf einmal auf mich zugerannt, ey. Wie viele Skeffs hier drauf sind, ne? Ja, den Priester habe ich umgezogen. Dann kommen die anderen gepusht, passt. Die haben den schon gelootet. So, die Big Boys. Diese Krangeräusche, ne? Na komm, die darf er wieder haben. Auch wieder haben, egal. RPD. Werde jetzt schon gelootet, einer seiner Kultisten-Mates. Die looten ja auch. Oh. What? Okay, da hockt noch einer. Könnte sein, dass er mich pusht. Ach, scheiße. Jo. Der letzte Kultist war das. Okay, war doch noch einer da. Gut, da haben wir sie ja wenigstens alle beieinander. Oh, hatte ich Glück, dass der mich nicht beim Looten abgeknallt hat. Leer. Da, der hat, hier, seht ihr, der hat die MP5. Altes normales Gef. PvP. Haben wir Strom? Genau. Okay, ich glaube, wir gehen mal raus hier, oder? Was sagt ihr? Raus hier und next, aber die Kultisten waren echt überraschend. Die Kultisten waren echt überraschend hier. Die sind hier gespawnt und dann rennen die alle zusammen. Das habe ich bis jetzt bloß auf Clips gesehen.
Jetzt habe ich es tatsächlich auch mal selber sehen können. Bilde nochmal. Wie sie, vielen Dank für das Follow, willkommen. Was. Shit, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ohne Mist, ne? Oh, das geht. Okay. Raus hier. Hey Blackburn, du hast in der Tat gewonnen. Na gut, Leute. Mauer, hallo YouTube. Schreibst du im Discord, du hast in der Tat gewonnen. Macht mal hallo YouTube im Chat. 19 Minuten, 37.000 XP. Ein kleiner Dreier-Spraydown in 2 Sekunden. Und ansonsten, ja, kamen da noch überraschend die Kultisten an. Nice. And I've been counting.